Grüß euch miteinander zur dritten Turnstunde im Januar, 17. Januar. Wo ist die Zeit gegangen? Als wenn es gestern gewesen wäre, dass wir Weihnachten gefeiert haben oder ins neue Jahr gerutscht sind. Der letzte Turnus ist geschafft. Wir beginnen heute wieder mit Movement Preparations. Und da habe ich euch heute eine Übung vorbereitet, die ich immer ganz gerne Insektenübung nenne. Ja, weil sie drei Bewegungen, also eine Raupenbewegung, eine Spinnenbewegung und eine Schmetterlingsbewegung, das kann man ja interpretieren, wie man mag, in sich vereint. Ich mache sie euch vor. Viel Spaß schon mal. Wir beginnen mit der Liegestützposition. Und zwar die Hände etwas mehr als schulterbreit, die Beine hüftbreit oder ein bisschen weiter auseinander. Dann gehen wir in die Liegestützposition, beugen die Arme, strecken, beugen das eine Bein, strecken, halten uns auf der einen Seite fest, also mit dem Kontakt Handboden, drehen uns zur Seite, der Blick folgt der Hand. Wir schließen die Übung wieder, wieder Liegestütze. Zweites Bein, beugen, strecken, dann drehen wir uns zur anderen Seite, schließen die Übung wieder und dann wandern wir mit dem gestreckten Bein, mit den Füßen zu den Händen, halten kurz diese Position, gehen wieder nach hinten und beginnen die Übung von vorne. Beugen, strecken, beugen, drehen. Beugen, strecken, Bein, strecken, beugen, drehen und mit den Füßen und gestreckten Bein zu den Händen wandern. Das Ganze 5 bis 6 Mal auflösen. Tun wir die Übung, indem wir in die Hocke gehen und dann aufstehen. 5 bis 6 Turnarounds. Besonders spannend wird die Übung bei ungefähr 0 Grad. Nieselregen oder Schneeregen, dann habt ihr hundertprozentig für das darauffolgende Training immer kühlende und erfrischende Hände. Spaß beiseite. Also, macht es gut, der Klaus.